Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Review. In diesem wollen wir uns ein Handy anschauen, für welches mehrere Wochen auf der Straße kampiert wurde. Ob das iPhone 6 zu Recht umhyped wird oder es wirklich seinen sehr, sehr stolzen Preis wert ist, das und mehr erklären wir in diesem Video. Ich bin Benedikt von TechBin und das ist mein Review zum iPhone 6. Das iPhone 6. Vom Design des Gerätes war schon vor Präsentation viel bekannt. Doch dass das Handy so gut in der Hand liegt, hätte nicht einmal ich gedacht. Denn durch das rundum abgerundete Gehäuse, welches wie abgeschleckt wirkt, sollte sich so schnell keiner an der unglaublichen Dünne von gerade einmal 6,9 mm schneiden. Es knarzt bei diesem Smartphone rein gar nichts und Spaltmaße sind einfach nicht aufzufinden. Doch das sind wir natürlich bereits von Apple gewöhnt. Ebenfalls sollte das iPhone mit einem Gewicht von 129 Gramm nicht so schwer ins Gewicht fallen. Nein, sogar im Gegenteil, es ist ziemlich leicht. Also im Großen und Ganzen einer der größten Updates in Sachen Design. Das größte Update trifft es richtig, denn mit seinem 4,7 Zoll Retina HD Display ist es eine Ecke größer als der Vorgänger. Bei diesem habe ich an einer Einhandbedienung mit meinen relativ kleinen Händen gezweifelt, doch auch bei diesem iPhone muss man darauf nicht verzichten. Doch sollte man an seine Grenzen stoßen, so hilft einem die Möglichkeit, den ganzen Inhalt durch zweimaliges Antatschen des Touch-ID-Buttons aus. Da das Display mit 326 ppi nicht überdurchschnittlich gut auflöst, habe ich mich nicht besonders auf eine Überraschung eingestellt. Doch was mir dann entgegenschien, sah einfach nur gigantisch aus. Klar ist das Display mit seiner bescheidenen Pixelauflösung nicht überdurchschnittlich scharf, doch mit anderen Full-HD-Displays kann es durchaus mithalten. Da haben mich die Farben Weiß- und Schwarzwerte umso mehr überrascht. So kann man beispielsweise nicht auf dem ersten Blick erkennen, wo Display bzw. Gehäuse anfängt. Und das überrascht mich immer wieder aufs Neue. Von den tollen Blickwinkeln ganz zu schweigen. Ach, und bei Sonneneinstrahlung solltet ihr euch auch auf jeden Fall keine Sorgen machen, denn durch die hohe Helligkeit hatte ich bisher keine Probleme außerhalb. Sogar keine Probleme bei direkter Sonneneinstrahlung. Und das soll ja mal was heißen. Unterhalb des Displays finden wir den Home-Button, welcher Touch-ID beherbergt, auf welches ich auf keinen Fall mehr verzichten möchte. Oberhalb ist die Front-Facing-Kamera aufzufinden. Diese besitzt 1,2 Megapixel und das mag erstmal wenig klingen und das ist es auch. Allerdings ist diese Frontkamera besser als manche anderen mit durchaus mehr Pixel. Mit einer Blende von 2,2 sollten jetzt auch in schummrigen Gegenden tolle Selfies möglich sein. Die Videoaufnahmen in 720p hauen einen natürlich nicht vom Hocker, aber für zwischendurch ist das natürlich mehr als akzeptabel. Am Rand finden wir die typischen schon bereits bekannten Tasten, darunter die Lautstärke-Tasten und der von oben an die rechte Seite gewanderte Power-Taste. Diese lässt sich dadurch relativ gut erreichen. Bei diesem Blick fällt einem auch das abgerundete Displayglas des iPhones direkt auf. Dieses macht einen wirklich Spaß und beim Wischen erfreut es immer wieder das Apple-Herz. Unten finden wir die 3,5 mm Klinkenbuchse, eines von zwei Mikrofonen, den Lightning-Connector und die Lautsprecher. Diese haben ein ganz gutes Klangbild und eine ausreichende Lautstärke. An der Rückseite angelangt finden wir das wohl umstrittenste Antennendesign der iPhone-Geschichte. Ich persönlich habe dieses Design lieben gelernt und finde dieses wirklich nicht mehr so negativ wie andere. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass es das iPhone 6 in drei verschiedenen Farben gibt. Wie in diesem Falle Space Gray, Weiß und Gold. Ebenso gibt es das iPhone in drei verschiedenen Speichereinheiten, bei dem die 32 GB Version komplett rausgeworfen wurde. Und nun gibt es für rund 100 Euro mehr
viermal mehr Speicher. Auf der Rückseite mag einem auch direkt die Kamera ins Auge stechen, denn das tut sie auch sprichwörtlich. Allerdings ist es durch Saphirglas ziemlich gut geschützt und es sollten sich, soweit ihr nicht mit Diamanten drauf rumkratzt, Kratzer auf der Linse entwickeln. Die Kamera besitzt die bereits vom 5S bekannte Auflösung von 8 Megapixel, doch diese wurde nochmals verbessert. Denn mit den Fokuspixeln ist jetzt ein sehr schnelles Scharfstellen möglich, welches auch während Videos automatisch mitarbeitet. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Videos sind jetzt in Full HD in 60 Frames möglich und 720p Videos in stolzen 240 Frames. Das ist für eine Handykamera wirklich beeindruckend. Ebenfalls gibt es ein weiteres Feature, die cinematische Bildstabilisation. Hier ein paar Beispiele. Auch bei Fotos macht die Kamera eine gute Figur, denn diese ist meiner Meinung nach die beste Kamera in allen Smartphones und auch die des iPhone 6 steht dem 5S in nichts nach. Die Fotos werden sehr scharf, die Farben wirken sehr, sehr echt und auch in Lowlight kann sich die Kamera sehen lassen. Neben der Kamera finden wir ein Mikro und den TrueTone Blitz, der sich nicht verstecken muss. Da das iPhone ein 1810 mAh Akku besitzt, denkt man, gut, kommt er über einen Tag. Und ich muss euch sagen, dies klingt zwar wenig, doch im Zusammenspiel mit iOS 8 kommt man locker bei normaler Benutzung über einen Tag hinweg. Aber hier besteht natürlich noch viel Luft nach oben. Im Inneren hat ein 1,4 GHz A8-Chip das Sagen. Dies liefert dem iPhone eine gigantische Performance und ich habe das iPhone bisher nicht ein einziges Mal schwächeln sehen. Das sah mit anderen Android-Smartphones mit weit mehr GHz ganz anders aus. Ebenfalls wird der A8-Chip von einem M8-Chip zum Verarbeiten des Touch-ID-Buttons unterstützt. Die 1 GB RAM klingt zwar sehr wenig und mager, doch dies reicht dem sparsamen iOS 8 mal wieder mehr als aus. Ins Internet gehen wir natürlich wahlweise mit UMTS oder LTE oder natürlich mit Wi-Fi zu Hause. NFC ist jetzt ebenfalls an Bord, doch dies bringt dem iPhone bis jetzt nichts, denn das wird nur Apple Pay vorenthalten, welches nächstes Jahr kommen soll. Natürlich ist auch Bluetooth hier eine Selbstverständlichkeit. Und auch telefonieren ist bei diesem iPhone möglich. Die Sprachqualität ist hierbei sehr gut. Auf iOS 8 möchte ich nun nicht zu stark eingehen, es sei aber gesagt, dass dies wohl das beste und stabilste seiner Art ist. Neben vielen kleinen Features und Neuerungen gibt es die Möglichkeit, auf interaktive Nachrichten zu antworten, Drittanbieter-Tastaturen zu installieren und vieles, vieles mehr. Doch eines ist bei der täglichen Nutzung negativ aufgefallen. Die meisten allbeliebtesten Apps sehen auf dem großen Display dank Hochskalierung richtig, richtig unschön aus. Doch da werden mit Sicherheit die Entwickler anpassen. Nun haben wir das iPhone uns genauestens angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein grundsolides Update mit einem rundum neuem, allerdings nicht so neuem Innenleben ist. Wer bisher noch ein älteres iPhone seines nennen darf, dem ist ein Update mehr als empfohlen, doch der Wechsel von 5S auf 6 würde ich mir lieber zweimal überlegen. Natürlich ist das Ganze auch eine Geldsache, doch ich denke, wenn man ein Jahr lang gespart hat, darf man sich diesen Luxus auch mal gönnen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es denn so ist, würde ich mich über Feedback in den Kommentaren freuen. Ein Like wäre einfach nur gigantisch. Und ein Abo, hey, ihr wisst, das ist für mich burnermäßig geil. Wenn ihr allerdings noch andere Sichtweisen zu dem iPhone 6 wissen wollt, also andere Reviews, dann schaut auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung vorbei, denn da findet ihr ein paar von denen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Doch da werden mit Sicherheit die Entwickler anpüssen müssen. So kann man beispielsweise nicht auf den ersten Blick erkennen, wo Display bzw. anfängt.